herzlich willkommen zur nächsten Folge von City Skylines. Ich hoffe, ihr werdet hier wieder ein bisschen Spaß haben. Wir werden hier jetzt mal ein bisschen Wohngebiet hinzufügen, oben noch ein bisschen upgraden von der Dichte. Und ja, legen wir direkt mal los. Wir nehmen dieses Tool, wir nehmen das hier und schauen uns das hier mal an. Das ist, ja, upgradefähig. Blöd für die Einwohner, aber notwendig für uns. So, vielleicht mache ich das auch so. Gut. Hier jetzt auch. Zack, die Bohne. Und mitgenommen. Wächst. Sehr schön. Ich hoffe, wir kriegen einfach gleich viel mehr Leute rein. Was super optimal wäre. Das wird hier unser richtig High-Density-Viertel. Ich schmeiße jetzt viele Leute raus. Sie sind dann sehr verunsichert und dann kommen weniger Leute nach. Vermute ich mal. Aber wir müssen da jetzt ein bisschen Risiko gehen. Und Arbeitsplätze sind ja eigentlich auch vorhanden. Ich verstehe nur nicht, warum es da keine Nachfrage so richtig gibt. Straßenverkehr hier. Aber sieht eigentlich sonst okay aus. Wie ist es denn hier eigentlich? Wohnen hier Menschen? Ja, hier wohnen Menschen. Die sind ein bisschen versorgt, die haben hier nichts. Das sind Arbeiter. Hier Arbeitsplätze. Ne, hier wohnen auch welche, okay. 15 ungebildete Leute. Eigentlich wollte ich hier ja so die Traumfabrik haben, die super gebildeten und so weiter, aber ja. So, schönes Miasma hier überall, so lila Gebiete. Mehr Ungebildete und Gebildete brauchen wir. Wir brauchen einen von allen mehr. Es kommen jetzt Leute rein in unsere Wohngebiete, da glaube ich wachsen die Dinger. Sehr schön, hier haben wir auch so einen Spielplatz und so weiter und so fort. 7 Haushalte, was ist denn hier das Problem? Warum seid ihr... Ah, ein Haushalt ist da drin, sehr schön, ein ungebildeter. Am besten jetzt mehr. Mehr, mehr, mehr. 2 Erwachsene, 2 Ungebildete. Also die Stadt muss halt expandieren, ne? Was haben wir hier? Oh, verlassen! Und Feuer. Gigastore brennt, aber Feuerwehr ist direkt da. Können wir den löschen, bevor es abbrennt? Ja, okay. So, es gibt hier ein paar Upgrades, wie ich gerade gesehen habe. Sieht eigentlich cool aus, oder? Also ich bin eigentlich sehr zufrieden, wie das hier so aussieht. Kann man so ein bisschen gucken. Da hinten sind Berge, Kreuzung und Verkehr. Hier Müllproblem. Weil die vielleicht alle aus einer Gegend kommen. Und da ist nicht genug Platz. Hier würde noch einer hingehen. Zack, Mülldeponie. Aber Müllverbrennungsanlage würde hier auch hingehen. Weil hier ja auch Platz ist, denke ich mal, ist das nicht verkehrt. Setzen wir das mal hin und die ziehen dann um die Häuser. Ne? Ja, hier ist schlecht, wegen auch Müll und so weiter. Oh, das ist verlassen, weil wahrscheinlich hatten die keine Mitarbeiter. Wasser ist aber da, ne? Ja, Wasser habe ich nicht vergessen. Kläranlage. Abwasser ist noch in Ordnung. Ja, Wasserverfügbarkeit auch. Aber jetzt fällt der was? Der nichts mehr modernes an als Landwirtschaft. Was kommt als nächstes? Pferdewagen. Hallo? Hallo? Wir haben hier Öl. Oil Processing sozusagen. Hier könnte ich jetzt nochmal Industrien packen, aber ich würde eigentlich lieber hier Wohnungen hinziehen. Hier ziehen die auch ein. 21.000, sehr gut. Wollte erstmal da wohnen, dass es da auch verlassen. Weil wahrscheinlich nicht genügend Arbeiter da sind.
So, jetzt sieht es aber auch hier so aus, als könnte ich das einfach mal erweitern, oder? Probieren es einfach. Das ist ein dünn besiedeltes Gebiet. Das machen wir jetzt dicht. Das ist halt das dicke Zentrum. Nachfrage nach dem Kram haben wir auch. Bisschen Bildung ist hier auch. Ne? Kapazität. Naja. Hochgebildete. Haben wir so viele. Das ist heftig. Das ist einfach zu heftig. 21.000. Es geht gerade ein bisschen runter und wieder hoch. Weil ja neue hier einziehen. Und die sind auch dabei. Sehr schön. Gut, gut, gut. Da auch bitte. Wir brauchen hier eindeutig mehr Einwohner. Wir haben hier ist Feuer. Feuerwehr ist aber rechtzeitig da. Ist halt so der dicke Kern hier. Ne? Aber da drüben ist halt auch sehr krass. Sehr viele Gebäude stehen aber auch leer, weil Arbeiter fehlen. Es fehlen uns einfach Arbeiter. Und was fehlen da? Ungebildete. Ganz viele Ungebildete. Tja. Überall fehlen sie, die Arbeiter. Viele Ungebildete fehlen. Und deswegen möchte ich das ja auch upgraden, dass wir hier mehr Einwohner reinkriegen. Und es wächst ja auch. Es kommen so nach und nach neue Leute dazu. Aber wir machen das Gebiet jetzt hier auch noch zusätzlich zu einem Wohngebiet. Und da nehme ich mir jetzt einmal heraus dieses Ding und ziehe mal... Machen wir das so? Wie mache ich das denn jetzt am schönsten? Wir haben ja hier so einen schönen Block. Und... Ups, was habe ich denn da gemacht? Irgendwas gemacht? Weiß man nicht. Wir nehmen hier so ein Ding. So. Jetzt zieh es einfach mal durch. Zack. Das wird relativ quadratisch wieder. Aber es ist okay. Wir haben hier zwischen noch ein bisschen Platz, den wir nutzen können. Oh, Meilenstein erreicht. 22.000 Solar. Wunderbar. Der nächste Meilenstein müsste irgendwas in den 30.000ern sein. Das war so nicht geplant. So, hier. Und vielleicht dann auch. Ja. So. Okay. Vielleicht für die Straße. Ja, ist halt ein sehr langes Ende. So. Abdeckung. Ich will das einfach hier schön abdecken. Und jetzt. Ja, Freunde. Heißt es. Malen nach Zahlen. Und wir füllen das mal hier auf mit Wohnung. Ne? Hier, da will natürlich keiner wohnen. Wird auch keiner, vermute ich mal. Muss ich gleich nochmal schauen, dass wir nicht noch irgendwie... Ah, wegen der zu hohen Dichte und so weiter, da Kranke haben. Zu viele. Gut. Einfach erstmal hier auffüllen. Mit Wohngebiet. Da vorne ist scheiße als Wohngebiet. Ah, das sehe ich hier auch. Hier muss ich noch ein paar Parks reinknallen. Und hier vorne würde ich sagen, machen wir Gewerbe noch wieder hin. Gut. Und das Ding hier, wie ist denn damit? Lärmbelästigung so ein bisschen, ja, meinetwegen. Hier hinten. So. So ein paar Parks in die Gegend hauen. Ne? So, das dürfte dir jetzt hier mal so ein bisschen freuen. Haben wir hier gutes Gebiet. Nö. Niedrig. Aber es passt schon. So. Strom. Ja, das müsste sich aber gleich verbinden, sobald die hier zwischen
ziehen. Ansonsten muss ich hier nochmal wieder rübersetzen, so zack. Und das dann nach und nach wegmachen. Ich weiß auch nicht, warum die in der Mitte anfangen. Ach, da, weil da so ein doofer Park ist. Ja, So, wir wollen Leute haben. Mehr Leute, mehr Gewerbe, wie ich gerade ja gesehen habe. General Store. Sachen schließen, weil wir nicht genügend Einwohner haben. Müssen also das Gebiet am besten bald auch nochmal ausbauen. Hier ist halt auch sehr viel los. Lass mich raten, Erz. Hier sind sehr viele Erze. Öl ist schon fast weg. Ich weiß gar nicht, was die denn jetzt hier machen, wenn da kein Öl mehr ist. Haben die da noch Arbeit? Ist da Arbeit? Also sieht so aus, ne? Zwei Überqualifizierte. Scheint so zu sein. Wir lassen das mal hier laufen und schauen uns das mal an, wie das jetzt hier wächst. Der Strom zieht rüber, das heißt, das Ding kann ich auch entfernen. Wird nicht benötigt. Leute kommen rein. Wasser. Ah ja. Wassermarsch. Selbstverständlich. So, und da sehe ich ja auch hier die Verbindung. Wasser ist, naja, nicht mehr so ganz da. Das haben wir aber hier am Stissel gleich. Und direkt verbunden. Wasser ist also wieder da. Zack. So einfach ist das. Abwasser läuft. Müll ist eigentlich auch gut. Müllverbrennungsstatus ist auch super. Das hier. Medizin. Medizin, Medizin. Hau ich hier mal hin. So eine kleine Praxis. Reicht das? Im Prinzip ja. Wir brauchen davon Leichendingenskirchen. Feuerwehr haben wir. Polizei. Schaut hier auch in Ordnung aus. Okay. Gut. Also hier sind ein paar Sachen eigentlich schon gegeben. Und jetzt hoffen wir, dass die Leute, die da einziehen, auch dann Jobs finden. Wir sollten eigentlich ja jetzt ein bisschen wieder was haben. Und es wird mehr Gewerbe gefordert. Gewerbe. Haben wir viel Gewerbe eigentlich? Nein, was habe ich getan? So, puh, nochmal Glück gehabt. So. Okay, da kommt ein bisschen Gewerbe hin. Also Gewerbe ist ja gefragt. Wasser, 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 weil Strom? Nein. Wasser, weil Wasser? Nein. Was ist da los? Was stimmt mit dem Wasser nicht? Oder war das einfach nur ein Spaß, den sie sich da erlaubt haben? Weiß ich nicht. Also kommen Leute rein, hier gibt's Geld und Arbeiter, 8 Ungebildete, ein Überqualifizierter. Ja. Also an sich freuen die sich, ja. Hier auch sehr gut. Verbesserung wird vorgenommen. Das ist schön. Hier so am Wasser zu wohnen, ist auch nicht verkehrt, oder? Kann man eigentlich hier wohnen? Also im Prinzip würde ich sagen, ja. Ob man hier tatsächlich wirklich wohnen kann, weiß ich nicht. Dann setzen wir hier mal auch ein paar... Oh, man kann da wohnen. Ja, offensichtlich geht das. Zack. Das ist eine gefährliche Wohnung, würde ich behaupten, ne? Ein grünes Haus mit ein paar Plätzen dahinter. Okay. Könnte bitte jemand in der Zwischenzeit unsere Pflanzen gießen? Der Schlüssel liegt unter dem Blumentopf auf der Veranda. Okay. 24.000 Einwohner wachsen. Was ich noch überlegt habe, was man vielleicht eigentlich machen müsste bald, wäre Busverkehr. Weil, also es gibt schon ein paar Gebiete, die sehr stark, sag mal schließen, ausgelastet sind, aber es geht eigentlich.
geht eigentlich, ne? Hier ein Toter. Ein Verstorbener muss transportiert werden. Es wird nach Industrie gefragt. Es wird weiter nach Industrie gefragt. Es wird weiter nach Industrie gefragt. Das heißt, ich brauche mehr Industriegebiet. Und dann brauche ich halt auch mehr Leute. Wo wäre Industrie? Oh. Hier, Erze. 3 Hektar habe ich inzwischen. Öl verfügbar. Noch 141.000 Einheiten. 137 Einheiten die Woche, also es geht noch. Insgesamt, ich weiß nicht, wie viel wir da jetzt noch haben. Wald? Ich weiß nicht, was man in den Wald macht. Was macht man in so einem scheiß Wald? Mal kurz sehen. Was ist denn das? Forstwirtschaft, was bringt das denn? Nutzen Sie erneuerbare Rohstoffe der großen Wälder. Die Forstwirtschaft ist relativ umweltschonend und gibt daher lokale Industrie und ihren Steuernahmen einen Schub. Keine Bodenverschmutzung steigert die Steuernahmen des Industriegebiets um 10%, erhöht den Strombedarf um 7%. Agrar, was bringt das nochmal? Innerhalb eines 500 Meter Radius werden außerdem die Steuernahmen von Gewerbegebieten um 10% gesteigert. Okay, Gewerbegebiete also hier in der Nähe machen. Das macht also Sinn. Jetzt muss ich mal gucken, dass wir die Dinge hier auch nochmal richtig machen, ne? Also offensichtlich ist das hier. So. Bis dahin. So vielleicht. Naja. So. Vielleicht einen kleineren Pinsel nehmen. Wir haben ein neues Wohngebiet ja auch hier. Nehme ich mal den da. Und dazu sehen wir mal das hier alles. Sehr schön. Das gehört auch alles dazu. So, und die haben halt ein bisschen Spaß. Das ist hier ein ganz normales Wohngebiet. Froggy Park. Richtlinien, die dürfen auch gerne so viel Drogen nehmen, wie sie wollen. Rauchverbot. Bildungsschub. Nö, ja, nö, erstmal nicht. Okay, wir brauchen also mehr Industrie. Ach, guck mal, hier also Plantagen. Aber wir haben keine Ungebildeten. Da brennt es. Feuerwehr kommt. Das wird ausgebaut. 25.500. Haben wir noch normales Gebiet? Oh ja, da oben sehe ich was davon. Etwas, was ausgebaut werden muss. So. Zack. Kann ich auch eigentlich mit dem Tool machen. So. Es wird Gewerbe und so weiter angefordert. Okay. Wohnung jetzt nicht so sehr. 26.000. Nein, wir müssen wirklich ein neues Gebiet erschließen. Hier haben wir ein riesiges Gebiet. Was aber sehr weit weg davon ist. Hier fließt die Kacke durch. Und man kann sogar eigentlich hier rüberfahren, was ich noch nicht irgendwie genutzt habe. In dem Staudamm ist es ein bisschen größer. So schwapp, schwapp, schwapp. Wasser. Strom. Okay. Strombedarf ist, ja. 160 MW. Und kostet 80.000. Wir haben sehr viel Geld. Muss neben der Straße platziert werden. Neben einer Straße. Und dann kommt da so Zeug, ja. Produziert das Lärm? Ja. Okay. Irgendwo, wo... hat es auch Arbeitsplätze? 1.200 die Woche. Sehr groß, aber ja. Produziert Lärm, da oben sind Tote. Die sind ohne Wasser. Der Lärmradius ist jetzt nicht so riesig, aber schon vielleicht etwas störend. Ah, ha, 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 ha.
Hier so hin. Zack. Boom. Muss an der Straße einfach. Hier drin. Wo haue ich das denn hin? Also es produziert halt sehr viel MW. Sauber. Das hier produziert nicht so viel. Das ist... Also es ist schon nicht schlecht, ne? Die Solaranlage. Wohin damit nur? Irgendwo ein Gebiet finden, wo wir das nutzen können. Hierhin so, zack. Würde eigentlich auch passen. Hätte halt Auswirkungen so ein bisschen, dass da Lärm ist. Ist das denen so, ist das so wild? Weiß man nicht, ne? So, bisschen Strom wird produziert. Hätte auch die Steuern höher setzen können, oder die, den Dingsbums, wie heißt das? Die Finanzen, ne? Okay, gucken wir mal. Wir haben einige Tote zu beklagen. Oh ja. Sehe ich. Vielleicht hierhin. So, dann da und vielleicht hier oben. Zack, da wird nochmal ein bisschen krematorisiert, ne? Werden abgeholt. Sonst irgendwo noch Bedarf. Kommt da einer vorbei? Ein Krematorium-Auto? Hier ist gerade noch nicht. Hier ist ein bisschen Platz. Ich glaube, das reicht aber nicht. Oh, doch. Zack. Das reicht sogar. So, und die fahren dann durch die Gegend und verbrennen Menschen. 27.000 Einwohner. Nicht schlecht. Wie, was sagt die Bildung? Wir haben immer noch 32% Hochgebildete. Ach du Heilige. Ja, hier, halt um die Universität herum, ne? Ist irgendwie klar. Hier hat halt so einen riesigen Radius. Da können auch so viele Leute halt hingehen. Okay. Sind auch Hochgebildete? Ach du Scheiße. Wo wohnen denn hier so viele Hochgebildete, ey? Das ist heftig. Aber ja, okay. Ich mach nochmal den hier, weil wir es können. Komplette Gebiet wird nochmal verdichtet. Industrie wird benötigt, ich weiß, aber da müssen wir uns erst ein gutes Gebiet für überlegen. Ich sehe hier überall Tote. Klingt komisch, aber ist es auch irgendwie. So, die müssen jetzt hier alle mal mitgenommen werden. Kann doch irgendwie nicht sein. Der Ort ist bereits belegt. Nee. So. Hier zwischen würde auch was gehen, ne? So. Ein bisschen Krematorium. Das müsste es jetzt eigentlich aber auch sein. Hoffe ich zumindest. Und ja, dann war es das soweit erstmal. Wir machen gut Geld. Ich habe natürlich jetzt einiges da an Ausgaben produziert. Ich hoffe, da werden viele mitgenommen. Was machen wir mit diesem ganzen Müll? Kann man den irgendwie verwenden? Kann man da irgendwas draus machen? Das sind ja hier nur so ein paar Schnipsel. Naja. Gute Frage. Nächste Frage. Unsere Stadt funktioniert. Soweit ganz gut. Und ich sehe... Hier gibt es Wald, das könnte man also auch als Dingenskirchen benutzen, ne? Passt mal auf. Da will ich mal was probieren. Und zwar mache ich das hier mal weg. Wohin geht der Wald? Ja. Und dann so. Neues Industriegebiet. Was sich mit der Waldproduktion so beschäftigt. Wie üblich, halt kein Marihuana ist da nötig. Und das sieht ja irgendwie komisch aus.
Und wir machen hier draus Forst. So, dann bin ich mal gespannt. Oh, da brennt es. Da bin ich jetzt echt gespannt. Also es sieht ja nicht so forstig aus. Ne? Nicht so forstig aus. Aber wir machen jetzt mal was anderes. Wir wollen die Umwelt hier ein bisschen schonen. Da geht's schon los. Sehr schön. 29.000 Einwohner, sehr schön. Unsere Stadt wird immer voller. Halt auch besonders, weil wir eben... Oh, Stromnetz. Nein, wir brauchen ein Stromnetz. Achso, da hinten. Ah, ich muss ein Stückchen einfach hier rüber. Dann ist die Unterbrechung weg. Gut, alles wieder da. Sauber. Das funktioniert. Einrichtung voll. Die Kapazität von Mülldeponien und Friedhöfen ist begrenzt. Ja. Nachdem die Kapazität erreicht ist, können Sie eine neue Einrichtung bauen, um den Fortlauf der Dienstleistung zu gewährleisten. Wenn Sie eine Mülldeponie oder einen Friedhof einebnen möchten, müssen Sie die Einrichtung zuerst entleeren. Über die Schaltfläche entleeren können Sie die Entleerung oder Einrichtung einleiten. Wenn es in der Stadt Krematorien oder Müllverbrennungsanlagen gibt, werden die entleerten Objekte zur Verbrennung dorthin gebracht. Andernfalls zu einer anderen Deponie. Ach so. Okay, das ist natürlich gut. Man kann also sagen, Leute, eure Toten werden jetzt verbrannt. Ne, wir machen erstmal das hier. Das lassen wir entleeren. Weil die sind alle voll und die können halt einfach mal verbrannt werden, die ganzen Sachen, ne? Wie voll bist du? 80%. 36. Okay. Hier, 55, das ist gut. Lassen wir es mal machen und verbrennen. Weiß nicht, wie hoch die Kapazität ist. Ich sehe hier, da geht noch was. Kommt einiges an. Ausgangsleiste 9 MW. Bringt das also doch Strom? Ich weiß es nicht genau. Na gut. Hier machen wir endlich mal grüne Wirtschaft. Forst, Forst, Forst. Planks for life, was auch immer. Hier ziehen auf jeden Fall welche ein. Gut, dann war's das für die Folge. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.